Hallo und herzlich willkommen zu Teil 2 von Candy kauft. Heute machen wir mit der Installation unseres Dampfgerätes weiter. Kommen wir vor wie so ein scheiß Baumarkt-Video. Heute zimmern wir unser Zimmer zusammen. Wo ist denn das? Ich muss das erstmal holen. Das hier vorgeschraubt. Also, ich habe jetzt ein bisschen logisch nachgedacht. Das hier kommt in die Sauna rein, in das rosa Loch. Rosa Loch gesagt. Das wird dann verbunden. Also, nee, das rosa Loch ist die Schnittstelle für diese Schläuche. Kommt ihr noch mit? An die eine Stelle kommt der Schlauch, an die andere Stelle kommt der Schlauch. So, so weit, so gut. So schlau sind wir jetzt schon mal. Was mache ich hiermit? Moment, also ich lege dann das, was auch immer das sein sollte, da rein. Wahrscheinlich einfach, weil es gut aussieht oder so. Easy, isn't it? Dann müssen wir die Sauna holen. Meine Beine. Jetzt steht der scheiß Tisch schon. Ja, so. Ja, frag doch den Matt, der kennt es bestimmt aus den kurzen Kabeln. Wir haben das Gerät angeschlossen. Boah, ich muss das hier aufschrauben. Ich bin am Sofa hängen geblieben mit der Ferse. Also wir müssen jetzt einen Praktikanten hier ins Bild holen, der mein Aufnahmegerät am Rücken festhält. Man reiche mir das Wasser. Als nächstes öffne ich den Deckel und schütte Wasser rein. Gott sei Dank ist das alles auf Englisch, aber ich habe trotzdem keine Ahnung. Dann machen wir 45 Minuten auf Hitze 9. Oh, wir müssen natürlich die Vulva zumachen. Kriegt die Vulva nicht zu. Ich setze mich doch nicht rein. Aber wir können was anderes Tolles machen. Was kann man alles mit Dampf machen? Total splissig, das alte Teil. Geht gar nicht. So, dann schauen wir mal, was daraus geworden ist. Oh, das hat ja echt gut funktioniert. Viel, viel schöner. Wow. Ja, so gefällt mir das. So, jetzt haben wir viele verschiedene Dinge ausgetestet, die man so mit einer Heimsauna machen kann. Aber ich habe mich noch nicht reingesetzt. Und das machen wir jetzt. Ach so, die Fernbedienung. Ach so, das Dampfgerät. Zu Haus! Zu Haus! Ja. Ja, das ist sehr entspannt. So entspannt kann es doch gar nicht sein. Soll ich mal gucken? Hey, was machst du? Hat jemand Remoulade für den Backfisch? Oh, danke schön. Mm. So, meine Lieben, das war der erste Test von Candy kauft. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Wenn man sich mal den Spaß machen will und zu Hause sich zudampfen will, kann man das natürlich gerne machen, aber ich würde euch tatsächlich eine echte Sauna empfehlen. Für sie getestet, taugt nix. In diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal.